Hallo und herzlich willkommen in diesem Video und auf meinem Kanal. Mein Name ist Dominik Machner und auf diesem Kanal findest du immer Informationen für ein gesundes, fittes und schmerzfreies Leben. Und heute wollen wir uns einmal anschauen, inwieweit Sport oder körperliche Bewegung in einer bestimmten Form bei Diabetes Typ 2 den HbA1c, den Langzeitblutzuckerwert, beeinflusst. Viel Spaß! Der HbA1c-Wert ist ein Wert, der jedem Typ 2-Diabetiker bekannt ist, und er wird als Langzeitblutzucker bezeichnet, weil er einen Blick in die Vergangenheit ermöglicht. Er ermöglicht dem Arzt oder auch dem Heilpraktiker, der sich das anguckt, einen Blick in den vergangenen Blutzuckerspiegel der letzten 6 bis 8 Wochen und ist damit ein sehr gutes Maß dafür, wie gut oder wie schlecht diese Erkrankung Diabetes Typ 2 eingestellt ist oder wie gut der Körper einfach mit dieser Erkrankung umgeht, wie schlimm diese Erkrankung gerade ist. Und da gibt es eben Werte unter 6%. Da ist man quasi gesund, da hat man keinen Diabetes. Und dann gibt es den Bereich 6 bis 6,5, da spricht man von Prädiabetes. Und alles über 6,5 ist dann eben diabetisch. Und je höher das Ganze geht, umso mehr steigt das Risiko für Komplikationen auch im Zuge dieses Diabetes. Also wenn das dann so in Richtung 8 geht oder 9 oder auch Richtung 12 oder so, dann ist der Diabetes sehr, sehr schlecht eingestellt. Und dann sollte man da auf jeden Fall auch erstmal versuchen, mit entsprechenden Lebensstilmaßnahmen, aber auch medikamentös versuchen, das Ganze runterzubekommen. In den letzten Jahrzehnten hat sich auch Sport hier als wirkungsvoll erwiesen, um Diabetes Typ 2 zu verbessern, also auch um zum Beispiel diesen HbA1c-Wert zu verbessern und damit eben einen Beweis zu liefern, dass Sport oder auch körperliche Bewegung bei Diabetes Typ 2 funktioniert. Und jetzt hat man eine Meta-Analyse gemacht von verschiedenen Studien, die sich damit beschäftigt haben, und hat einfach mal statistisch ausgewertet, wie sieht es denn aus mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten. Ich kann ja Ausdauersport machen, ich kann Krafttraining machen, ich kann mich einfach so mehr bewegen oder ich kann beides zusammen machen. Und dabei ist herausgekommen, dass, das ist eigentlich ganz logisch, der Effekt vom Sport auf diesen HbA1c-Wert, also auf den Diabetes, genau dann am größten ist, wenn ich das regelmäßig mache. Also je öfter ich trainiere, je mehr ich mich bewege, je mehr ich mich trainiere, umso besser ist der Effekt dieses Sports auf den HbA1c, also dass der runtergeht. Und jetzt hat man noch ein bisschen differenziert zwischen Krafttraining und Ausdauertraining. Dazu muss man sagen, dass das Krafttraining erst in den letzten Jahren und auch im letzten Jahrzehnt erst wirklich mehr in den Fokus gerückt wird, ist bei Diabetes, und dass es da einfach noch nicht so viele Studien zu gibt. Ausdauersport ist schon viel länger als Therapeutikum da bekannt und deswegen gibt es da einfach auch schon viel mehr Untersuchungen zu. Die Meta-Analyse hat jetzt gezeigt, dass Ausdauersport und kombinierter Ausdauer- und Kraftsport den HbA1c signifikant senken können. Was man sagen muss, ist, dass dieser Effekt bei dem Krafttraining auch aufgetreten ist, wenn der HbA1c-Wert über 8, glaube ich, war, also schon das sehr schlecht eingestellt war, also wenn die Erkrankung sehr, sehr aktiv ist, dann bringt auch Krafttraining was. Krafttraining bringt auch was bei Männern und bei Menschen, die, glaube ich, über 55 waren. Das heißt, wenn ich jetzt einen Mann habe, der über 55 ist, mit einem sehr schlecht eingestellten Diabetes und der hat absolut keinen Bock auf Ausdauersport, oder du sitzt jetzt davor und denkst dir, ne, Ausdauersport, never, dann kannst du auch Krafttraining machen und dann ist es wahrscheinlich so, dass dir das auch etwas bringen wird. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass beides kombiniert einfach die größten Effekte hat. Das haben wir auch genauso beim Blutdruck zum Beispiel. Wenn man Bluthochdruck hat, dann bringt Krafttraining so ein bisschen, Ausdauersport bringt schon eine ganze Menge und beides zusammen bringt am meisten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen nach oben.
Schreib in die Kommentare, wie deine Erfahrungen mit Ausdauersport und Kraftsport bei Diabetes sind. Oder auch, wenn du es einfach nur so machst, vorbeugend oder weil es einfach Spaß macht, dann schreib es gerne in die Kommentare. Empfiehl das Video vielleicht jemandem, den du kennst, der Diabetes Typ 2 hat, damit er vielleicht einfach mal auf die Idee kommt, auch Sport zu machen. Und dann verabschiede ich mich mit gesunden Grüßen und bis zum nächsten Mal.